Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge beim Landwirtschaftssimulator 15. Ja, wir machen weiter und ich habe die letzte Aufnahme beenden müssen, bevor ich eigentlich fertig bin. Genau das hier habe ich nämlich vergessen. Das ist mir erst später eingefallen, dass wir ja ihn hier losgeschickt haben. Das heißt, wir dürfen hier erstmal wieder ganz kurz alles beginnen. So, mal gucken. Sieht gut aus. Und dann Kurs beginnen am nächsten Wegpunkt. Und dann macht er hier weiter. Gut, also nichts passiert, das ist schon mal gut. Wunderbar. Gut. So, dann gucken wir mal. Hier vorne. Ja, den müssen wir auch losschicken. So, der ist auch ganz schön voll. Das heißt, den müssen wir eigentlich erstmal leer machen. So, machen wir das mal eben schnell. So, und dann sehen wir auch hier schon, auch der nächste muss verarztet werden. Da hinten steht er schon. Der mit dem Grubber. So, hier haben wir ihn. Zieht er hier den Grubber durch das fertige Feld. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nein, nein. So, ich hoffe mal... Ah, das reicht nicht von der Breite. So, das wird reichen. Ja, jetzt noch kurz ein bisschen wieder zurück. So, und jetzt kann es losgehen und dann passt das auch. Sehr schön. Gut, ja, ihn haben wir hier stehen. Die Ballen warten darauf, eingesammelt zu werden. So, hier muss ich mal gucken. Das ist die 39. Das ist sehr schön. Das heißt, die Kartoffeln hier sind wirklich ausgesät und auch gespritzt. Dann schaue ich mal eben ganz kurz, weil ich es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiß. Wie sieht das bei dem anderen Feld aus? Sieht aber so aus, als wenn wir da auch schon fertig sind. Perfekt. Gut. Dann können wir ihn hier mal dezent parken. Und... Ah ja, jetzt müssen wir erstmal hier zusehen, genau, dass wir ihn hier so ein bisschen vom Feld wegnehmen, sonst wird er eingeholt von dem Grubber. Ah, wo wird er das nächste Mal anhalten und stehen bleiben? Oder sonst machen wir es so, dass wir können ihn eigentlich auch gleich auf Reisen schicken. Dass wir das Mobil mal eben für diese Spur hier mal so mitnehmen. So, warum denn nicht? So, hier machen wir den ruhig mal voll.
So, hoch, bergauf war ja aber irgendwie schneller, ne? Ach Mensch, ey. Bringt auch nichts, ne? Dann lassen wir den da unten einfach stehen. Das dauert sonst echt lange. Ja, Leute, und entschuldigt mich bitte für die Grafik, ja? Ich musste hier die Anforderungen ein bisschen runterstellen. Ich habe nämlich derzeit erhebliche Probleme mit meinem Grafikchip oder mit meiner Grafikkarte. Und da das Ganze im Notebook ist, ist das alles irgendwie nicht ganz so einfach. Aber ich kann euch beruhigen. Ein neuer Computer ist absehbar und damit denn auch erstmal auf lange Sicht maximale Grafikleistung. Also nicht nur hier, sondern auch bei anderen Spielen und so weiter und so fort. Also da bin ich jetzt wieder dabei, so halbwegs mit der Zeit wieder zu gehen. Wenn ich mir sowas hier anschaue, wie das hier anfängt zu ruckeln, dabei ist überhaupt nichts los, dann ist das auch mehr als überfällig. Ja, in Kürze startet auch mein allererstes Let's Play für die Xbox One. Ja, ich dachte eigentlich erst, dass es F1 werden würde, als das dann... Also F1 2015, als das dann verschoben wurde, dachte ich erst, ach okay, dann wird es hier das neue PGA Tour mit der neuen Frostbite Engine. Auch das wurde verschoben. Und jetzt denke ich mal, dass es Lego Jurassic World wird. Natürlich wieder mit 100% und in 60 FPS. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das so funktioniert alles. Da habe ich mir auch eine neue Aufnahmekarte für besorgt. Und ja, dann bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Also, wie gesagt, bei den Lego-Spielen, das ist ja schon so eine kleine Tradition, dass ich die da in 100% mache und dann am Ende, nachdem man es normal durchspielt, dann halt nochmal die Level mit allen Sachen, die man einsammelt, einmal spiele und danach dann ganz am Ende, ja, Charaktere, Fahrzeuge und hast du nicht gesehen. So, der ist voll. Das heißt, wir können ihn zurückbringen, aber vorher gucken wir erstmal wieder, was genau ist ein bisschen voll hier geworden. So, ich würde ganz gerne den Mähdrescher leeren. Ich glaube nicht, dass das 79%... Boah, bergauf auf ist ja echt ätzend. So, machen wir hier erstmal ein bisschen Platz und kämpfen wir uns dann mal den Berg hoch. Okay, hat ja alles funktioniert. So, und jetzt wollen wir gucken, dass wir hier den da drunter stellen. Ach, dann ist er tatsächlich schon leer gewesen. Okay. Gut. So, dann können wir ihn einmal fahren lassen von den Stallfeldern zum Silo. Und ab geht's. So, der wird ein bisschen brauchen. Aber das macht nichts. Wir haben Zeit. So, und können... Ach, guck an, ey. Das ist ja auch ein Beschiss, oder? 30% voll. Aber ich bin doch da eben drunter gewesen. War der... Ach, der war, glaube ich, gar nicht aktiv, ne? Dann halt so.
So. Und dann fahren wir hier mal hoch. Also ich muss sagen, der ist echt schnell, ne? Also bin ich ja echt begeistert. So eine Schnecke ist der gar nicht. So, guck mal, hier können wir sogar das hier noch mitnehmen. Ein paar Brote kann man davon auch backen. Gut. Er hier wird, ja, ich weiß nicht, ob der noch eine Runde dann fährt. Einmal hoch, den lasse ich erstmal nochmal machen und tun. Und dann können wir eigentlich nicht mit ihm hier, sondern mit ihm hier dann einmal unser Heu wegfahren. Ja, und ich bin am Überlegen. Ich glaube, wir fahren danach hier einfach wieder zurück. Und sammeln den Rest ein und lassen das hier, das Gespann hier einfach stehen, ne? So, und ich möchte eben noch mal ganz kurz gucken, wie sieht es bei den Tieren aus? Ja, Stroh ist noch da. Mischration ist auch noch da. Kuhbestand 426. Und es ist 10:40 Uhr und wir haben schon 70.000 Liter Milch. So soll es sein. So, Achtung, gleich kommt ein bisschen Gegenverkehr. Doppelter. Also da vorne sehen wir den, der Gras mäht und dann auch den Traktor, der hier gerade den Mais zur Getreideannahme bringt. So, und so ein bisschen. Ach, jetzt kann ich hier gar nicht in die Option rein. Das ist ja praktisch. Oder wartet mal. Doch, nein. Einstellung, weil das finde ich jetzt noch ein bisschen doof. Ich hatte den Rechner nämlich erst platt gemacht. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu doof hier von der Grafik her, dass sich das so kurzfristig erst aufbaut. Das gefällt mir gar nicht. Das versuche ich nochmal abzuändern, dass das ein bisschen schöner ist. Das mache ich dann zur nächsten Folge hin, also jetzt gleich. Ja, und dann werden wir in dieser Aufnahme ja auch noch, dann werden wir in dieser Aufnahme ja auch noch, Folgendes machen, das Heu wenden, aber diesmal halt nicht alles auf eine oder zwei oder drei schwarz, sondern halt ganz normal. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. An dieser Stelle entladen. Zack. So, haben wir doch wieder hier ein kleines Türmchen, was hier steht. Und dann fahren wir kurz zurück. Oder müssen wir eigentlich auch gar nicht. Reicht, wenn wir den hier erstmal stehen lassen. Hier steht er nicht im Weg. Und sobald ich den ausgewählt habe, weiß ich sofort, was zu tun ist. Gut, Leute, also, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen und würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann, tschüss.